Ja, und es beginnt wie immer. Guten Tag, Tobias Orten. Hallo Bert Beiers. Ja, Sie waren auf der Klimakonferenz in Baku. Was für eine Rolle haben Sie dort gespielt? Was haben Sie da gemacht? Also ich war in Baku im Auftrag oder unter dem Dachmantel des Council of Engineers for the Energy Transition, kurz CEET. Das ist ein Gremium, was vor 2,5, 3 Jahren gegründet wurde, um das Sekretariat des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, den Antonio Guterres in dem Fall, in Energiefragen zu beraten. Dieses Gremium ist weltweit aufgestellt. Unterschiedliche Kontinente, unterschiedliche Industrien, Wissenschaftler sind da an Bord. Und die Klimakonferenz ist ein, ich sag mal, Schmelztiegel, weil alle Experten weltweit, die in diesem Gremium sind, wahrscheinlich sowieso zur Klimakonferenz fahren. Und das wird dann genutzt, damit man halt auch zum Beispiel mal ein jährliches persönliches Meeting machen kann, um zu gucken, was ist im letzten Jahr gut gelaufen, was ist die Agenda fürs nächste Jahr, was kommt vom Sekretariat des Generalsekretärs an Anfragen, sodass man das halt gut dort kombinieren kann. Gut, sagen Sie doch mal ein Thema. Womit haben Sie sich beschäftigt in dem Zusammenhang? Ich habe mich in dem Zusammenhang explizit mit dem Thema Stahl beschäftigt und mit Carbon Capture and Storage bzw. Utilization. Carbon Capture ist das Abfangen von CO2 vorrangig an Punktquellen, also am Schornstein eines Kohlekraftwerks oder einer Stahlproduktionsstätte. Carbon Capture kann aber auch Direct Air Capture sein, wo man das CO2 aus der Atmosphäre rauszieht, wobei es natürlich unterschiedliche Techniken sind, die dann da beleuchtet werden. Also in Deutschland ist es ja zumindest ein sensibles Thema, wurde in den letzten Jahren immer hin und her diskutiert für und dagegen. Und da wird auch im Moment geschraubt an den juristischen und an den gesetzlichen Rahmenbedingungen, wo das erlaubt ist und so und nicht. Wie sieht die Diskussion denn auf internationaler Ebene aus? Also auf internationaler Ebene ist es mittlerweile wissenschaftlicher Konsens, dass man das Abfangen von CO2, also Carbon Capture, braucht, um die Klimaziele erfüllen zu können. Das sieht man durch alle großen Reports, ob von der Internationalen Energieagentur, IEA, oder auch der IRENA, die International Renewable Energy Agency. Man braucht Carbon Capture. Die Frage ist halt, wie viel braucht man davon? Und da variieren die Szenarien stark, haben auch, ich sag mal, über die letzten 10, 15 Jahre stark variiert. 2008, 2009 war teilweise von 20% der gesamten globalen Emissionen die Rede. Jetzt sind wir bei ungefähr 6 angelangt, 6 Gigatonnen, das heißt 6 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr sollen da abgefangen werden. Natürlich nicht von heute auf morgen, sondern es braucht einen Hochlauf der Technologie bis 2050. Aber gut, das sind technische Fragestellungen, die sich im Laufe von 15 Jahren stark verändern können. Das heißt, es kann auch nochmal Schwung in die Debatte der Menge kommen. Wichtig ist, dass man da erstmal anfängt und das ist international eigentlich Konsens. Es gibt Leute, die daran arbeiten. Es gibt viele groß angelegte Projekte in unterschiedlichen Bereichen. Und ein wichtiger Punkt ist, dass die Technologie seit vielen Jahrzehnten erprobt ist, weil man beispielsweise in den USA und anderswo das Abfangen von CO2 nutzt, um es dann in alte Öl- und Gasfelder zu pressen. Das heißt dann Enhanced Oil Recovery oder Enhanced Gas Recovery, weil man einfach dann den Druck in den Kavernen erhöht, um weiter fördern zu können. So, das ist jetzt erstmal weiterhin im Bereich fossile Energien. Man fördert damit Öl und Gas, aber wichtig ist, wenn man es jetzt zum Beispiel technisch betrachtet, dass man da auf kommerzieller Basis in großem Stil technische Erfahrungen hat, sodass man das jetzt auch einfach einsetzen kann, um beispielsweise an Stahlkraftwerken oder so CO2 abzufangen und dann in alte Öl- und Gasfelder verpressen zu können. Ich wollte nur eben ein anderes Thema ansprechen, und das sind die Kohlenstoffmärkte. Da hat es ja also in Baku auch Diskussionen gegeben. Es hat sogar Entscheidungen gegeben. Ja, es geht um den Artikel 6, also wie er in dem Paris-Abkommen von 2015 dargelegt worden ist. Was sind die neuen Entschlüsse jetzt in diesem Zusammenhang? Vielleicht kurz zur Einordnung. Das Paris-Abkommen, wie Sie richtig gesagt haben, wurde 2015 verabschiedet, wurde aber in Teilen immer noch weiter nachverhandelt. Und das, was als, ich sag mal, sehr schwieriges Thema sich jetzt herausgestellt hat, ist eben dieser Artikel 6, der grob gesagt die internationale Zusammenarbeit, die globale Kooperation in Sachen Klimaschutz regeln soll. Das heißt, wir haben jetzt 2024.
Also 9 Jahre nachdem das Paris-Abkommen verabschiedet wurde, wurde jetzt dieser Artikel 6 zu Ende und ausverhandelt. Und Artikel 6 ist im Prinzip eine Weiterführung eines Mechanismus, Clean Development Mechanism, CDM, unter dem Kyoto-Protokoll, wo man eine sehr kluge Lösung gefunden hat, internationalen Klimaschutz zu organisieren, der gleichzeitig auch noch einigermaßen kostengünstig ist. Das ist der erste Punkt. Und zweitens aber wirtschaftliche Entwicklung fördert, nämlich indem reiche Länder wie beispielsweise Deutschland in ärmeren Staaten Technologien und Klimaschutzprojekte fördern. Das ist Geld fließt praktisch aus Deutschland in ein afrikanisches Land und sich aber die CO2-Einsparungen dann, die sich da in diesem Projekt ereignen, auf die deutsche Bilanz anrechnen lassen konnten. So, das heißt, der finanziert, kriegt auch den Benefit in Bezug auf die Klimabilanz. Wir haben ja über bestimmte Techniken gesprochen, die Sie beim CEET diskutiert haben, beispielsweise Carbon Capture. Und wir haben nochmal jetzt über die internationale Zusammenarbeit im Zusammenhang mit den Kohlenstoffmärkten gesprochen, was sich da in Baku jetzt getan hat. Wenn Sie das mal aus der Sicht von All-In, also dem Global Energy Solution Ansatz, bewerten wollen, diese Entwicklung, geht das in die richtige Richtung oder wie sieht es da aus? Also es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, weil in All-In ist es ein ganz wichtiger Ansatz, dass man internationale Kooperation hat, dass Gelder international sowohl in Klimaschutz, aber auch in Wohlstandsaufbau fließen. Das ist das, was wir gerade besprochen haben in Bezug auf Artikel 6. Das heißt, Artikel 6 kann ein Vehikel sein, um das, was in All-In beschrieben wird, wirklich in die Praxis zu bringen. Ich sage mal, aus so einer Metaperspektive ist es schon mal sehr wichtig, dass überhaupt eine Klimakonferenz in einem Land stattfindet, das von fossilen Ressourcen komplett abhängig ist. Die gesamte Ökonomie basiert darauf. Aserbaidschan hat im Zweiten Weltkrieg 80% des Öls für die russische Armee geliefert. Ja, das heißt, bisher ist meine Einschätzung, dass die ganzen Klimadebatten eher stattgefunden haben, ohne die Interessen der Ökonomien, und dazu zählen Russland, Saudi-Arabien, die ganzen Golfstaaten, haben eben auch Aserbaidschan, ohne die Interessen dieser Staaten mit einzubeziehen, stattgefunden haben. Und wenn man das nicht tut, kommt man global auch nicht voran. So, das heißt, die ganze Klimacommunity wurde letztes Jahr nach Dubai gebracht, konnte sich da ein Bild machen. Positionen dieser Staaten wurden zwangsläufig mit berücksichtigt, einfach weil der Staat, in dem das stattfindet, die Präsidentschaft hat. Genauso war es jetzt in Aserbaidschan. Und meine Hoffnung ist, dass dann die gesamte Klima-Community stärker sieht, wo es, ich sag mal, in Sachen Konsens brennt. Denn wir müssen Wege finden, um diesen Ökonomien, die jetzt immer noch sehr stark von fossilen Energien abhängen, das sind indirekt alle, direkt diese Staaten, die über die fossile Energie verfügen, dass man die mit einbezieht. Alle verfügbaren Maßnahmen müssen irgendwie ins Rollen gebracht werden. Und dementsprechend war Baku und die Klimakonferenz dort aus den unterschiedlichen Blickwinkeln, glaube ich, schon ein richtiger Schritt in Richtung All-In.